Was geht ab, Leute? Lachiger ist wieder hier auf dem Channel der Gamers One und ach du meine Güte, ich habe so lange auf diesen Tag gewartet und abgesehen von meinen multiplen Orgasmen, habe ich es geschafft, ganz ruhig zu bleiben. Ich habe einen hier bekommen. Und den anderen hier. Es gibt so viel zu sagen. Deswegen breche ich das auf die größten Punkte runter. Wenn ihr es detaillierter wissen wollt, dann schaut auf der Destiny Infobase vorbei. Dort gibt es ständig neue Destiny News. Und auch auf meinem privaten Channel. Da habe ich heute bzw. diese Nacht 6 Videos hochgeladen. Und ohne weiter rumzulabern, starten wir direkt mit dem für mich am wichtigsten. Wir halten zumindest einen quasi komplett neuen Fokus. Zwei davon habt ihr schon gesehen, die bei mir einen multiplen Orgasmus ausgelöst haben. Der dritte ist der Arkstrider. Und der ist leider viel zu sehr an den bereits vorhandenen Blade Dancer angelegt. Allerdings interessiert mich das wenig, da ich eh kein Blade spiele. Leider wird es so sein, dass die Konsolen auf 30 FPS gelockt sein werden. Zumindest sieht es momentan danach aus. David Shaw ließ allerdings die Möglichkeit für Veränderungen offen, da wir noch 4 Monate bis zum Release-Zeit haben. Destiny wurde ja 6 Monate vor Release komplett umstrukturiert, dann schaffen die so kleine Veränderungen wohl auch nur bei Destiny 2. Hoffe ich. Ansonsten wäre es ziemlich dumm, ich meine, wir sind im Jahr 2017, 60 FPS Spiele gab es bereits 2012 und die PS4 Pro ist locker dazu in der Lage, 60 FPS Spiele laufen zu lassen. Die Pro wäre sogar dazu in der Lage, 90 FPS Spiele laufen zu lassen, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich meine, Destiny 2 soll ja auf 4K laufen und sind wir mal ehrlich, wer von uns hat einen 4K Monitor, einen 4K Bildschirm und einen 4K Fernseher? Nicht so viele. Es wäre viel community-orientierter und sinnvoller, einfach ein Full HD Spiel zu machen, das zumindest auf 60 FPS läuft, anstatt ein 4K-Spiel, das nur auf 30 FPS läuft. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Oder habe ich recht? Also ich finde das sinnlos. Naja, egal. Andernfalls spiele ich halt auf PC, denn da ist Destiny 2 momentan ungelockt. Das heißt, man kann theoretisch auf 200 FPS spielen. David Shaw meinte allerdings, dass eventuell ein FPS-Lock eingebaut wird, wie auch bei COD, wird der vermutlich dann bei 90 FPS sein. Wie oft habe ich jetzt eigentlich FPS gesagt? FPS, 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 schneller kriege ich nicht hin. Bin zu müde. Viele Content Creator, die vor Ort waren und gespielt haben, haben sowieso gesagt, dass das bei der Pro kaum spürbar war und das Game trotzdem absolut flawless aussieht. Na, da bin ich mal gespannt. Viele Pros der PvP-Szene sagen, dass sich der PvP-Modus ordentlich verändern wird, da man einfach keine Fähigkeiten mehr spammen kann. Zuvor hatte man die Möglichkeit, seinen Intellekt oder seine Disziplin zu steigern, um so alle 20 Sekunden zum Beispiel eine Granate abzuhaben. Das soll nicht mehr funktionieren in Destiny 2. Des Weiteren kriegt man seine Super auch nicht mehr so oft ab. Dafür hat man jetzt allerdings viel mehr Fähigkeiten, nur kann man diese halt nicht mehr so spammen wie im ersten Teil. Das Spielgefühl ist jetzt eher Gunplay-orientiert. Deine Fähigkeiten komplementieren dein Gunplay, nicht so wie momentan in Destiny, was nur aus Nades werfen besteht. Zum Beispiel wurden die One-Hit-Fähigkeiten abgeschafft. Also ich weiß jetzt nicht, wie das beim Schulterangriff ist, dazu habe ich kein Gameplay gesehen, aber Fusionsgranaten machen kein One-Hit mehr und die anderen Nades töten auch nicht mehr One-Hit. Du musst den Kill meistens mit der Waffe finishen. Damit fördert Bungie, dass die Leute ihre Primärwaffen benutzen und auch mit dem geänderten Waffensystem. Was ich übrigens sehr schade finde, denn Bungie hat sich von der Special Economy komplett abgewandt. Und die Sniper zusammen mit den Raketenwerfern, Fusion Rifles und Shotguns und der neuen Waffenart Granatwerfer wurden halt alle in einen Slot gepackt und somit ist das Sniper Play oder das Special Play quasi zerstört. Wer macht denn jetzt coole Montagen? Es soll zwar alle 30 Sekunden eine Kiste spawnen, allerdings teilt diese Kiste nicht die Muni für alle Teammates auf, sondern nur für den, der sie aufhebt. Das finde ich ist eine nicht wirklich durchdachte Veränderung, da Bungie eindeutig Richtung Competitive Play geht. Sie haben die PvP-Modis alle auf 4 vs 4 ausgelegt, sie haben einen Suchen- und Zerstören-Modus reingebracht und mit dem Release von Rise of Iron vor einem Jahr, oder beziehungsweise vor 9 Monaten, haben sie auch ein MLG-Event veranstaltet. Bungie will, dass Teamplay essentiell wird. Also hätten sie auch die Munition aufs Team aufteilen können, oder? Wie dem auch sei. Jede Rasse bekommt jeweils eine neue Fähigkeit, die fokusübergreifen wird. Der Titan kann vor sich eine Mauer beschwören, dabei ist es egal, ob er Verteidiger spielt, ob er Stürmer spielt oder ob er Hammer spielt. Wobei ich vom Hammer jetzt noch nichts gesehen habe an Gameplay. Über die Mauer kann er entweder headglitchen oder bei richtiger Skillung einen Bereich komplett abriegeln. Stell ich das mal im Competitive Play vor. Jäger Weak macht Schattenschritt, um rauszukommen. Der Schattenschritt ist übrigens die Spezialfähigkeit vom Jäger, der jetzt halt fokusübergreifend wirkt. Und der Titan klatscht rein
saved ihn mit der Mauer und dann kommt der Warlock und heilt sie mit der Bubble hoch. Und keine Panik, die Bubble vom Warlock gibt ihm nur einen Buff und keinen physischen Schild wie der Verteidiger momentan. Wo wir gerade bei den Fokussen sind, auch die Skillbäume wurden komplett überarbeitet. Es gibt im Skillbaum kein Training mehr für Rüstung, Agilität und Erholung. Diese Punkte werden die Rüstungsteile übernehmen. Da die Rüstungsteile ja, wie vorhin schon gesagt, kein Intellekt, Disziplin und so weiter mehr haben. Im Skillbaum befinden sich jetzt nur noch die Nades und Sprünge, die größtenteils gleich zum Vorgänger sind. Allerdings haben wir jetzt mehrere Verbesserungen für den Fokus, die wir über Tokens freischalten können. So kann man zum Beispiel Transfusion, Schulterangriff, Nachbeben und Sturköpfig zusammenspielen, was vorher nicht ging. Allerdings wirkt das so, dass man sich für eins der Sets entscheiden muss. Also entweder nimmt man das obere oder das untere. Die PC-Version von Destiny 2 wird auf Battle.net, also dem Dienst von Blizzard, laufen. Es soll keine dedicated Server geben und Blizzard soll sich Gerüchten zufolge auch ums Balancing kümmern, sodass sich Bungie und die mitwirkenden kleinen Studios um Content kümmern können. Blizzard zeigt ja bereits mit Overwatch, dass sie einen auf Fähigkeiten basierten Shooter ganz gut balancen können und in Destinys Fall hoffentlich regelmäßig. In Destiny 1 kam, wenn man Glück hatte, jedes halbe Jahr ein Hotfix. Wie dem auch sei, das wären so die wichtigsten Veränderungen, die mir so ins Auge gesprungen sind. Im Hintergrund habt ihr ein bisschen was von der ersten Mission gesehen und ab und zu habt ihr ein paar Screenshots eingeblendet gesehen, wenn ich gerade etwas erklärt habe und es dazu gepasst hat. Beziehungsweise ab und zu habe ich auch ein paar Sequenzen eingespielt. Und wie gesagt, der Link zu meinem Kanal wird irgendwo in der Videobeschreibung sein. Dann könnt ihr euch die restlichen Infos auf meinem Kanal noch reinziehen. Haut rein, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao. Lachegger, auf.